Ögedei, Genghis Khans Sohn, wurde zum neuen großen Khan gemacht. Als erste Amtshandlung musste auch er, wie sein Vater, Rebellionen niederschlagen und sein Land zentralisieren. Ögedei galt wie als sein Vater als sehr charismatisch und war somit der ideale Herrscher. Er startete Anfang der 1230er mehrere Kriege. Der erste sollte gegen das Überbleibsel der Jin-Dynastie sein. Dieser Krieg dauerte nur 3 Jahre und sah den Suizid des Jin-Kaisers. Die Song im Süden Chinas halfen den Mongolen in ihrer Invasion, was sie später bereuen sollten. Der nächste Feldzug führte gegen Europa. Innerhalb von weniger als 20 Jahren konnten die Mongolen ganz Russland unter ihrer Kontrolle bringen. Dabei wurden große Teile der russischen Bauern dazu gezwungen, in die Steppe Zentralasiens zu ziehen, um diese zu bewirtschaften. Teilweise verloren manche Gebiete bis zu 80% ihrer Population an den mordenden Mongolen. Kiew, die Hauptstadt der damaligen Kiewer Rus, verlor durch die Mongolen 48.000 ihrer vorher 50.000 Einwohner. Die restlichen 2.000 Einwohner wurden in die Sklaverei verkauft. Als nächstes wurde eine vollständige Eroberung des Rests von Europa angeordnet. Der mongolische General Subutai, der schon zuvor Russland plünderte und als besonders brutal galt, griff nun im Jahre 1240 Zentraleuropa an. Dort massakrierte er die Hälfte der ungarischen Bevölkerung und nahm Polen ein. Böhmen, das heutige Tschechien, konnte sich gegen die Mongolen wehren. Als eines der wenigen Königreiche in der Nähe des Machtbereichs der Mongolen, wurde es nicht eingenommen oder zerstört. Mit der Hilfe von deutschen und österreichischen Soldaten konnte der böhmische König Wenzel II. Die Mongolen bei Glatz schlagen. Das sollte aber kein großes Problem für die Mongolen darstellen, da sie schlicht gen Süden blickten und Wien sahen. Ein kleiner Teil ihrer Armee griff mehrere Siedlungen um Wien an, als Teil ihrer psychologischen Kriegsführung und weil man dachte, dass die Österreicher ein einfaches Ziel wären. Doch sie konnten sich gegen die Invasoren behaupten. Sie schlugen mehrere Truppenverbände der Mongolen. Als Ögedei Khan im Dezember 1241 infolge einer Alkoholvergiftung starb, zogen sich die mongolischen Streitkräfte endgültig zurück. Laut mongolischer Tradition mussten die wichtigsten Generäle, Söhne und Enkel des Großkhans im sogenannten Kurultai den neuen Khan wählen, sodass Subutai und seine Gefolgsleute zurück in die Mongolei mussten. Europa blieb verschont, weil jemand zu viel Party gemacht hat. Nach dem Tod Ögedeis geriet das riesige Reich in ein 10-jähriges Machtvakuum. Eigentlich hätten sich die Mongolen hier schon auflösen sollen. Die Intrigen um den mongolischen Thron in Karakorum lösten fast einen Bürgerkrieg aus. Dieser konnte 1251 mit dem neuen Großkhan Mönggeke, Genghis Khans Enkel, verhindert werden. Mönggeke war das polare Gegenteil von Ögedei. Er war ein strikter Anti-Alkoholiker, gegen Vergewaltigung, die Ögedei teils als Strafe sogar gegen Kinder verhängen ließ, und ein Mann, der sich generell eher auf die langweiligen Seiten des Herrschens konzentrierte, wie etwa die Administration der Währung oder des Handels. Um es kurz zu machen, Ögedei war der Typ, der auf der Party Wodka-Orangensaft mitbringt und gegen Ende des Abends mindestens 2 Frauen sexuell belästigt hat, wohingegen Mönggeke derjenige war, der die Party organisiert und als einziges Mischgetränk Mezzumix trank. Der neue Großkhan ließ Talente aus aller Welt nach Karakorum bringen, um Kirchen, Moscheen und Tempel zu errichten. Er sorgte dafür, dass jede Religion in seinem Reich komplette Freiheit genoss, was unter Ögedei nicht immer gegeben war. Er soll sogar einmal gesagt haben, dass er es gutheißen würde, wenn alle seine Untertanen Christen wären, er sie aber nicht dazu zwingen wollen würde. Aber Mönggeke wäre natürlich kein Mongole, wenn er nicht weiterhin erobern würde. Vietnam wurde zu einem Tributstaat gemacht und Teile Südchinas und Nordindiens wurden erobert. Die wohl wichtigste Eroberung sollte der Nahe Osten sein. Mönggekes Bruder Hulagu wurde damit beauftragt, den Irak einzunehmen und seine Perle, die damalige Hauptstadt der Abbasiden und einem Zentrum des Islams, Bagdad. Die Stadt zählte teils 500.000 Einwohner. El-Mustasim Billah, damaliger Kalif des Abbasiden-Kalifat, wollte sich nicht direkt ergeben. Als Folge dessen vernichtete Hulagu die Stadt so massivst, dass sie mehrere Jahrzehnte aufhörte zu existieren. Die Bibliothek von Bagdad, das Haus der Weisheit, auf Arabisch El-Bayt el-Hikmati, beinhaltete die wichtigsten historischen Werke aus aller Welt, welche auf Arabisch übersetzt worden und so zu Millionen von Menschen zugänglich gemacht worden sind. Hierzu gehören zum Beispiel Werke von Aristoteles oder Platon. Hulagu, wahrscheinlich weil er seine Buchleihgebühr nicht zahlte, ließ die gesamte Bibliothek niederbrennen und ließ alle Werke in den Fluss Tigris werfen. Man sagt, dass der Fluss sich mehrere Tage schwarz färbte von der ganzen Tinte aus den Büchern. El-Mustasim wurde danach von Hulagu in einen islamischen Gebetsteppich gewickelt und von mongolischen Reitern zu Tode getrampelt. Als nächstes musste Syrien samt Aleppo und Damaskus dran glauben. In der Umayyaden-Moschee von Damaskus hielten christliche Fürsten, welche sich mit den Mongolen verbündeten, eine Messe ab und verwüsteten sie. Hulagu sendete ebenfalls einen Brief an die Machthaber von Jerusalem, den Sultan der Mameluken, und drohte ihm, dass er Jerusalem genauso wie Bagdad vernichten würde, wenn sich die Stadt nicht sofort ergeben würde. Fast alle arabischen Reiche wären von den Mongolen vernichtet worden, wäre da nicht eine klitzekleine Kleinigkeit geschehen. Mönggeke starb bei seinem Feldzug in den Süden Chinas. Wieder musste eine erfolgreiche Invasion pausiert werden, weil ein Großkhan starb und der Kurultai abgehalten werden musste. Man mag sich gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wären die Mongolen dann in Kairo eingetroffen. Die armen Pyramiden.
Mengike designierte keine genauen Nachfolger und so bekriegten sich die verschiedenen Söhne und Enkel Genghis Khans untereinander. Die zwei wichtigsten Parteien waren wohl die von Kublai Khan und seinem Bruder Arik Böke Khan. Arik ließ sich in Karakorum zum neuen Herrscher wählen. Kublai, der noch in China feststeckte, um den Feldzug seines Vaters zu beenden, organisierte in einem großen Mittelfinger-Move seinen eigenen Kurultai und ließ sich dort von seinen Untertanen wählen. Da es nicht zwei Khane geben konnte, kämpften die beiden erbittert untereinander, bis Kublai schließlich nach der Belagerung und Zerstörung von Karakorum die Oberhand gewann. Jetzt mal ganz ehrlich, kriegst diese Idioten nicht hier eine Stadt einzunehmen, ohne sie kaputt zu machen? Kublai ist einfach so, jo, kein Bock auf meinen Bruder, lass mal die scheiß Stadt niederbrennen. Geh doch auch nicht einfach in ein All-You-Can-Eat-Restaurant und kacke den Leuten ins Buffet, damit ich es für mich alleine habe. Entschuldigung. 1260 wurde also Kublai der neue Großkhan. Kublai erkannte, dass Erobern nicht das einzig Wichtigste ist für die Mongolen. Er beendete seine Eroberung von Südchina und konzentrierte sich von nun an vor allem auf Diplomatie und Handel. Unter seiner Herrschaft sollten über 20.000 neue Schulen eröffnet werden. Zwar verbat er halale Schlachtungen, da diese gegen die mongolische Tradition verstoßen, aber er hatte mehrere muslimische Berater und Minister in seiner Regierung, ließ arabische Mediziner nach China bringen und eröffnete dort für sie Universitäten. Geometrie, Trigonometrie und weitere arabische Mathematik wurden ebenfalls nach China und das gesamte Reich getragen. Kublai mochte tatsächlich China gerne, sehr gerne. So gerne, dass er die mongolische Hauptstadt nach Peking verlegen ließ. Das allein ließ viele mongolische Statthalter stutzig werden. Aber das, was nun kam, sollte der wahrhaftige Pro-Gamer-Move von Kublai sein. Er trennte China vom Rest des mongolischen Reiches ab und machte sich selbst zum Kaiser einer neuen Dynastie, der Yuan-Dynastie. Von nun an hieß Kublai Shizu, Kaiser von China. Offiziell war zwar das Reich noch unter seiner Herrschaft, doch inoffiziell war es längst in vier Teile unterteilt. Das Reich der Yuan unter Kublai, das Chagatai-Khanat in Zentralasien, das Il-Khanat in Persien und Teilen des Nahen Ostens und die Goldene Horde in Russland und Sibirien. Die Risse zeigten sich vor allem im Gehorsam. So ziemlich jedes Khanat tat das, was es wollte, sei es wirtschaftlich oder militärisch. Kublai war aber auch mit diesem Deal zufrieden, denn er wusste, dass solch ein Riesenreich nicht von einem Mann allein regiert werden konnte. Ihm hat es gereicht, in China zu herrschen. Er schrieb dort sogar mehrere Gedichte auf Chinesisch, hatte eine chinesische Frau und mehrere chinesische Berater, quasi ein chinesischer Otaku. Militärisch war Kublais Eroberung von China und Korea das einzige, was glatt lief. Er versuchte Japan 1274 mit seiner Flotte zu erobern, was wegen eines starken Sturmes, den sogenannten Heiligen Winden, auf Japanisch Kamikaze, scheiterte. Bei der zweiten Invasion 1281 wurden die Mongolen schon wieder vom Wetter vernichtet, diesmal sogar von einem Taifun, als ob das Meer den Mongolen fick dich sagen wollen würde. Als im selben Jahr seine Lieblingsfrau Chabi starb und 5 Jahre später sein Sohn Zenjin, fiel Kublai in eine starke Depression. Der Khan versuchte das tiefe Loch in seinem Herzen nach seinen persönlichen Fehlschlägen und dem Tod seiner Lieblingsmenschen mit Essen und Alkohol zu stopfen. Er ließ sich zunehmend nicht mehr in der Öffentlichkeit blicken und versuchte seine Depression mit verschiedenen Arten von koreanischer und mongolischer Medizin zu heilen. Doch dies alles half weder seinem Diabetes noch seiner psychischen Gesundheit. Als er im Jahre 1293 starb, war offiziell das Ende des Großmongolischen Reiches besiegelt. Sein Enkel Timur sollte die Kontrolle über die chinesische Yuan-Dynastie übernehmen. Jedes Khanat ging von dort aus seinen eigenen Weg. Neben den militärischen Errungenschaften wie etwa dem Schwarzpulver, welches Europa revolutionierte, oder dem Austausch von Kultur und Wissen durch die Seidenstraße, sollten die Mongolen noch lange nach ihrem scheinbaren Ende weiter die Geschehnisse der Welt beeinflussen. Mehrere erfolgreiche Reiche in der Geschichte der Menschheit, wie etwa die Osmanen, das Timuridenreich oder das Mogulreich, sind allesamt indirekte Nachfahren von Genghis Khan. Schließlich beeinflusste das Mongolenreich unsere Welt auch auf andere, eher überraschende Weise. Um nur kurz zwei Beispiele aufzuzählen. Die Mongolen brachten zum Beispiel durch ihren Handel und ihren Krieg die Pest nach Europa. Sie nutzten Katapulte, um an pestgestorbene Soldaten über Stadtmauern zu katapultieren und nutzten so eine frühe Form der biologischen Kriegsführung. Außerdem töten sie so viele Menschen, dass 700 Millionen Tonnen CO2 gespart werden konnten. Wir brauchen keine Dieselfahrverbote, wir brauchen einfach nur einen anderen, Genghis Khan. Ganze Landstriche wurden vernichtet und für immer und ewig verändert, wie etwa der Nahe Osten oder Russland. Andererseits wiederum wurden Landstriche zu Zentren von Kultur und Wissenschaft, wie etwa in Zentralasien oder China. Es fällt schwer, ein endgültiges Urteil über die Mongolen zu treffen, in Anbetracht ihrer außerordentlichen Barbarei und gleichzeitiger Kultiviertheit. Genghis Khan selbst soll eins gesagt haben: Ich bin die Strafe Gottes. Wenn ihr keine großen Sünden begangen hättet, hätte Gott keine Strafe wie mich zu euch gesandt. Und wenn eins feststeht, dann das. Die Mongolen brachten Technologie, Kultur und Toleranz. Gleichzeitig auch Mord, Zerstörung und Terror.